Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial über FreeCAD. In diesem Videotutorial werden wir besprechen, wie man Bemaßungen, Text und Tabellen auf ein 2D-Zeichnungsblatt bekommt. Wir werden uns dazu anschauen, welche internen Möglichkeiten FreeCAD über die Draft und die Drawing Workbench zur Verfügung stellt. Und wir werden uns außerdem eine zusätzliche Workbench anschauen, wie man sie installiert und benutzt, nämlich die Drawing Dimensioning Workbench. Mit ihrer Hilfe kann man sehr leicht und einfach lineare und Radius- und Durchmesserbemaßungen anfügen, Texte und Positionsnummern. Die Version von FreeCAD, die hier zum Einsatz kommt, ist der allerneueste Development Snapshot, nämlich die 0.16.61.89 unter Windows 7 64-Bit. Warum es der allerneueste Development Snapshot ist, hat seine Gründe, auf die wir im Laufe des Tutorials noch genauer zu sprechen kommen. Als Basis für dieses Tutorial soll uns auch hier wieder eine simple Kopie des Lagerblocks aus Tutorial 4 dienen. Ich habe hier bereits diese drei Skizzen hinzugefügt für die Mittellinien und habe ein entsprechendes A3-Zeichenblatt aufgesetzt und diese Skizzen hier entsprechend eingefügt, wie man hier sehen kann. Ich habe die Skizzen entsprechend, beziehungsweise diese View Sketches entsprechend umbenannt, zu welchen Ansichten sie gehören. Und ich habe noch bei Bearbeiten Einstellungen Draft, visuelle Einstellungen, hier noch die Werte für die entsprechenden Linienarten geändert. Diese Werte für die entsprechenden Linienarten, also diese Zahlen, sollen im Prinzip immer bedeuten, wie lange ist das entsprechende Element. Also sprich, zum Beispiel gestrichene Liniendefinitionen, da stehen hier zwei Zahlen drin, die durch Komma getrennt sind und in dieser amerikanischen Punktschreibweise ausgeführt sind. Ich habe jetzt hier eine 1,1 zum Beispiel eingetragen, was bedeutet, es kommt ein Strich, der 1 mm lang ist, und dann kommt 1 mm lang nichts, also eine Lücke. Bei meiner Strich-Punkt-Definition habe ich momentan eingetragen 0.35,1,1,1, was bedeutet, ich habe mir überlegt, da die Breite der strichpunktierten Linie 0,35 mm normalerweise ist, soll auch die Länge des ersten Elementes 0,35 sein. So habe ich quasi ein Quadrat 0,35 mal 0,35 als erstes Element. Dann, da Komma 1 als nächstes kommt, eine 1 mm Lücke. Dann kommt ein Element von 1 mm Länge, also grob dreimal so lang wie dieser Punkt. Und dann kommt wieder ein Element mit 1 mm nichts, also 1 mm Lücke. Und die gepunkteten Liniendefinitionen, die müssten dann so gesehen richtig 0,5 Ne, 0.35, 0.35 lauten. Dann wären das richtig gepunktete entsprechende Linien. Und wenn ich dann diese Strichelung so anwende, dann sieht dieses Element so hier aus. Also 0,35 lang hier, 1 mm nichts, 1 mm Element, 1 mm nichts. Und dann wiederholt sich das Muster. So sind diese Zahlen zu verstehen. Falls irgendwelche Linien bereits in irgendeinem Stil eingefügt wurden, damit die Zeichnung richtig abgedatet wird, würde ich dann zur Sicherheit empfehlen, das entsprechende Objekt hier anzuklicken, umzustellen auf einen ganz anderen Zeichnungsstil, damit FreeCAD merkt, die Zeichnung muss aktualisiert werden, dann wieder zurückstellen auf Dash.dot und dann entsprechend notfalls, zum einen kann man notfalls manuell aktualisieren, falls FreeCAD hier dieses Refresh-Icon aufleuchtet. Ich habe mir noch die Mühe gemacht, von der FreeCAD Homepage bei den Makros das Makro Force Recompute
zu installieren und auf einer globalen Leiste mit einem entsprechenden Icon zu versehen, dass ich immer Zugriff drauf habe. Dieses Icon öffnet quasi intern das FreeCAD-Dokument und berührt jedes enthaltene Objekt einmal, sodass auf jeden Fall ein Recompute ausgeführt werden kann. Mit dem wieder Auffrischen des Bildschirms, also so gesehen im Recompute, hat FreeCAD irgendwie nicht so, was wahrscheinlich auch teilweise von dem Programmieren gewollt ist, um Ressourcen zu sparen. Bereits im letzten Tutorial haben wir ja besprochen, dass mit Hilfe dieses Icons Text direkt innerhalb von FreeCAD auf ein Drawing Sheet gelegt werden kann. Also ich kann hier dieses Textelement, dieses Annotation auf die entsprechende Page zufügen. Da ich jetzt keine Page markiert hatte, hat er automatisch zur ersten Page dieses Annotation Element hinzugefügt. Ich kann dann hier wieder reinklicken, genauso wie bei Placement, dann auf die drei Punkte und kann dann hier meinen Text einfügen. Ich gebe jetzt mal drei Zeilen Text ein, sage okay. Dann kann ich mittels Placement beziehungsweise mit den X- und Y-Werten entsprechend korrigieren und kann sagen, X soll zum Beispiel 40 sein und Y 250. Und schon erscheint dieses eingegebene Textfeld hier. Im Moment mit einem Maßstab von 7 zu 1. Wir hatten ja gerade eben den Text untereinander eingegeben, also mehrzeilig. Und wie bereits im vorherigen Tutorial erwähnt, ist das einer der Gründe, warum es diesen Browser-Modus da gibt, diese Browser-Ansicht. Wenn ich also jetzt hier eine Browser-Ansicht von einem Page-Element, also von dieser Page hier, erzeuge, dann sieht man, dass in der Browser-Ansicht der Text richtig mehrzeilig dargestellt wird. Das wäre also diese Möglichkeit, einen Text anzubringen. Genauso kann ich natürlich auch, wie wir bereits im letzten Tutorial kurz angesprochen haben, diese Ausschnittsgruppe einfügen. Wie macht man das? Man kann eine Ausschnittsgruppe hier einfügen und hier wird eine Art Ordner erstellt. Also er bekommt als Symbol, diese Ausschnittsgruppe bekommt als Symbol diesen Ordner hier und da steht ein Clip dran. Ich kann jetzt über X- und Y-Werte und die Größe kann ich entsprechend zum Beispiel sagen, wir probieren nun mal unser Glück mit 80 und 80. Dann erscheint hier ein kleines schwarzes Rechteck. Das machen wir mal ein bisschen größer auf 30 mal 30. So, dann erscheint hier so ein entsprechendes Rechteck. Wenn ich jetzt diese Browser-Ansicht aktiviere, ja, schon wieder vergessen, das hier zu aktivieren. Also die entsprechende Zeichnungsansicht aktivieren, die man dargestellt haben möchte, dann Browser-Darstellung, dann ist hier noch nichts passiert. Wenn ich jetzt sage, auf welche Ansicht soll sich dieses Clip-Element beziehen, ja, dann muss ich in dem Fall die Isometrie hier reinziehen. Dann bezieht sich dieser Clip auf Isometrie. Wenn ich jetzt diese Browser-Ansicht noch einmal öffne, passiert auch wiederum momentan nichts. Ich löse mal zur Sicherheit ein doppeltes Force Recompute aus und wiederhole die ganze Geschichte und schon hat er es gemacht. Wie man also gesehen hat, FreeCAD hat hier noch nicht mal erkannt, dass etwas aktualisiert wurde. Mit so einem Grund, warum ich dieses Force Recompute Makro sofort integriert habe in FreeCAD und ich benutze es auch relativ häufig, weil ich festgestellt habe, diese Situation gibt es etwas öfters, dass FreeCAD nicht erkennt, aus welchen Gründen auch immer, dass etwas aktualisiert wurde. Und wir haben jetzt
wichtig, diesen Bildschirmausschnitt zu sehen in dieser Browser-Ansicht. Schauen wir uns als nächstes an, wie man so gesehen mit den Bordmitteln von FreeCAD Bemaßungen einfügen kann. Bereits aus dem vorletzten Tutorial Nummer 18 mit der Kamera kennen wir das Draft Dimensioning Tool aus der Draft Workbench. Dieses hier. Wenn ich also jetzt sage, ich wähle diese Fläche und lege die Arbeitsebene auf diese Fläche, dann stelle ich sicher, dass die Endpunkte gefangen werden mit den Snap Modes, aktiviere mein Draft Dimension Tool und füge zum Beispiel von dieser zu dieser von diesen Endpunkten aus. Dann gehe ich noch zur Sicherheit in die Draufsicht, also in die Obenansicht, und füge jetzt hier ein entsprechendes Maß mal so an. Dann wiederhole ich den Schritt und mache mal ein Maß von diesem Endpunkt zu diesem Endpunkt. Zur Sicherheit gehen wir gleich wieder hier in die Draufsicht. Und dann kann ich noch ein Maß anfügen, exemplarisch für eine für diese Ansicht von links. Dann legen wir mal die Arbeitsebene auf diese Fläche, aktivieren unser Draft Dimension Tool, gehen auf die Ansicht links und sagen Endpunkt bis Endpunkt. Wir ziehen das Maß so raus. Wir können zur Sicherheit noch sagen, hier über den Ansichten-Tab Flip Arrows auf True, also dass er die Maßpfeile nach außen dreht. Und spaßeshalber können wir ihm sogar noch sagen, die zwei Dezimalstellen mal weg nach dem Komma. Und jetzt haben wir hier mal exemplarisch drei Maße eingefügt, die wir jetzt in die Zeichenansicht übernehmen möchten. Das können wir also, wie gesagt, mit diesem Icon hier erledigen, in der Draft Workbench, oder mit diesem Icon in der Drawing Workbench. Die zugrunde liegende Funktion ist, soweit ich weiß, dieselbe. Ich kann also sagen, diese Bemaßung, dann markiere ich zur Sicherheit dieses Blatt. Dann erstelle ich diese View Dimension als Objekt mit Klick auf dieses Icon. Und das soll jetzt zur Ansicht oben gehören. Also die Ansicht oben hat welche Koordinaten bekommen? 250, 170 und einen Maßstab von 1. Also gebe ich dieser View Dimension die hier auf x10, y10 mit einem Maßstab von 10 eingefügt wurde. Ich hätte ja, wenn ich diese Zeichnungsansicht, dieses Zeichenblatt hier markiere, über den Ansichtstab diese Werte ändern können, wo defaultmäßig eingeführt wird. Aber ich habe das jetzt in dem Fall mal auf die Default-Werte belassen, weil jedes Maß muss ja meistens an einer anderen Stelle eingefügt werden. Also wir hatten gesagt, ein X-Wert von 250, ein Y-Wert von 170 und ein Maßstab von 1. Und schon erscheint hier diese 55 an der richtigen Stelle. Das gleiche Spiel können wir jetzt natürlich hier wiederholen mit dieser Bemaßung. Das war ja die Bemaßung von hier nach hier. Also das Zeichenblatt hier noch markieren, dann hier auf das Icon klicken und dann dieser View Dimension Geschichte hier ebenfalls noch ein X-Wert von 250, ein Y-Wert von 170, ein Scale-Wert von 1 mitgeben. Und schon ist auch das hier richtig eingefügt worden.
Jetzt fügen wir mal noch unsere dritte Bemaßung ein für die Linksansicht. Also diese dritte Bemaßung hier markieren, zusätzlich noch das Zeichenblatt markieren, wieder das Icon klicken. Diese View Dimension wurde hier auch wieder entsprechend standardmäßig eingefügt. Also schauen wir uns mal die Linksansicht an. Was hat die für Koordinaten? 250, 100, eine Skala von 1 und eine Rotation von 90 Grad. Also, wir markieren hier, sagen 250, 100, ein Maßstab von 1 und eine Rotation von 90 Grad. Ups, jetzt sind die 10 mm hier. Haben wir noch irgendetwas vergessen zu ändern oder haben wir etwas falsch gemacht? Nein, wir haben soweit alles prinzipiell richtig gemacht. Wir haben eine Angabe noch übersehen. Und zwar diese Linksansicht hat hier bei Direction noch eine minus 1 für die Y-Koordinate mitbekommen, damit die Ansicht von links erfolgt. Also müssen wir noch dieses Y hier bei Direction auf minus 1 stellen für dieses Maß. Ich klicke jetzt hier irgendwo ins Blatt und FreeCAD aktualisiert automatisch. Und man sieht, die 10, die stehen da, wo sie stehen sollen von der entsprechenden Ansicht. So können also diese Bemaßungen, die mithilfe dieses Dimension Tools erstellt wurden in der Draft Workbench, entsprechend auf unser Blatt eingefügt werden. Auch ein Text, der auf der XY-Ebene eingefügt wurde über die Draft Workbench, lässt sich auf diese Weise auf ein Zeichnungsblatt entsprechend übertragen. Also sprich, wenn ich in die Draft Workbench hier wechsle, ich beschränke mich in der Arbeitsebene auf die XY-Ebene, gehe zur Sicherheit mal in die Draufsicht und wähle dann hier dieses Texttool und wähle jetzt hier irgendwo einen Einfügepunkt, zum Beispiel hier. Dann sage ich, das soll ein Beispieltext sein. Ich drücke zweimal Enter auf der Tastatur und schon erscheint der Beispieltext hier. Ich kann also jetzt diesen Text entsprechend auf das Zeichnungsblatt übernehmen und bekomme hier dieses View-Text-Objekt. Wie gesagt, für die bessere Organisation hier auf dem Zeichenblatt spricht nichts dagegen, so viele Unterverzeichnisse in den entsprechenden Ebenen nach Wahl anzulegen, wie man möchte. Zum Beispiel kann man das Unterverzeichnis Ansichten anlegen. Dann kann man auch ein Unterverzeichnis anlegen pro Bemaßung, die zu einer bestimmten Ansicht gehört. Man könnte noch ein Unterverzeichnis anlegen für Tabellen oder solche Dinge, beziehungsweise Stücklistentext oder irgendwie so etwas, der hier eingefügt wird. Da sind also der Fantasie so gesehen keine Grenzen gesetzt. Wenn ich jetzt hier wieder auf mein Zeichnungsblatt wechsle, dann kann ich diesem View-Text, der jetzt hier auch entsprechend an der Koordinate 10, 10 mit dem Maßstab 10 eingefügt wurde, dem kann ich zum Beispiel sagen, wir geben mal 140 vor und Y probieren wir mal 250 und Scale sagen wir mal 1. Was passiert dann? Dann erscheint dieser Beispieltext hier. Und hätte ich ihn jetzt im Modell auf 0,0 eingefügt, dann wäre der Beispieltext etwa hier erschienen. Also sprich, er wird relativ zu den Koordinaten, die ich hier verwendet habe, eingefügt. Was ich hier quasi angebe, ist mein Referenzpunkt, wo eingefügt werden soll. Genauso kann ich natürlich auch entsprechende Skizzen einfügen. Das haben wir ja schon mittels dieser Mittellinien-Geschichte besprochen.
Und ich kann auch alle Elemente, die ich hier entsprechend verwende, also diese 2D-Elemente, zum Beispiel Linie oder Polylinie oder so etwas, über diese Methode hier alles problemlos einfügen. Ich kann ja zum Beispiel hier ein Rechteck zeichnen, von hier nach hier. Ich könnte es sogar unterteilen, also in wie viel Zeilen möchte ich das unterteilen, zum Beispiel in 3. Ja, ich kann hier noch manuell korrigieren, Länge und Höhe und solche Dinge. Und ob es eine Verrundung bekommen soll. Ich könnte Text drin platzieren. Allerdings habe ich schon festgestellt, wenn ich diese Elemente, insbesondere dieses Rectangle-Element übernehme, dann stimmt die Breite im Verhältnis zur Textbreite nicht überein. Also sprich, wenn ich jetzt dieses Rectangle auf dieses Blatt Papier per Icon übernehme, dann bekomme ich hier ein View Rectangle, das ich zum Beispiel einfügen kann auf den Koordinaten 20, 250 mit dem Maßstab 1. Dann erscheint hier dieses Rectangle-Element. Und ich habe hier einen Beispieltext und hier dieses Rectangle-Element jeweils mit dem Maßstab 1 eingefügt. Und wie man sieht, der Beispieltext ist etwa so lang wie dieses Rectangle-Element. Das ist hier nicht der Fall. Da müsste man dann also etwas entsprechend korrigieren, wenn man diese Elemente so verwenden wollte. Oder man macht es sich etwas einfacher, wenn man eine Tabelle haben möchte mit entsprechendem Text. Und das ist der Grund, warum ich diese brandneue Version verwende. Wenn man einen Development Snapshot einsetzt, der größer ist als 0.16, 61, 85, hat man, wie vielleicht manche schon bemerkt haben, hier ein zusätzliches Icon bekommen in der Drawing Workbench. Mit diesem Icon kann ich nämlich ein Spreadsheet-Objekt, also ein Tabellenobjekt, auf dieses Zeichnungsblatt draufbringen. Also sprich, ich kann hier ein entsprechendes Tabellenobjekt, das ich mit dem Modell verbinde. Also wenn ich in die Spreadsheet Workbench dann gehe und hier über das Icon sage, erstelle eine neue Kalkulationstabelle, dann mache ich einen Doppelklick auf dieses Spreadsheet und erhalte hier im Prinzip eine Excel bzw. LibreOffice Calc-ähnliche Oberfläche und ich kann per Doppelklick dann in die entsprechenden Zellen Werte eintragen. Eigentlich vom Sinn her ist dieses Spreadsheet unter anderem dafür gedacht, mathematische Kalkulationen innerhalb von FreeCAD zu erstellen und zum Beispiel auch mathematische Beziehungen zwischen einzelnen Objekten bzw. einzelnen Constraints zum Beispiel herzustellen oder man kann sich damit auch das Volumen eines Teiles ausgeben lassen und lauter so Dinge. Ich kann also jetzt hier jeweils einen Text eingeben. Wir machen mal einen zweispaltigen und zweizeiligen Text. Ich habe hier genauso natürlich entsprechende Werkzeuge zur Verfügung für Zentrierung, Zellen verbinden und entsprechende Formatierung des Textes und solche Dinge. Und ich kann also jetzt wieder in die Drawing Workbench zurückwechseln, dieses Spreadsheet-Objekt markieren und das entsprechende Zeichnungsblatt und dann dieses Icon hier verwenden. Wenn ich was anderes probiere, wird sich nichts tun auf dem Blatt, man kann nichts sehen. Also dieses Icon hier, dann habe ich dieses View 001 Objekt.
das mir hier die entsprechende Tabelle eingefügt hat. Dann kann ich über den Datentab des entsprechenden View-Elementes kann ich dann wieder entsprechend steuern, wo die eine Ausgabe starten bzw. enden soll, mit quasi links oben und rechts unten als Bereichsangabe. Und ich kann noch die entsprechende Farbe steuern und welches Spreadsheet-Objekt die Quelle sein soll. Ich kann die Linienbreite natürlich steuern, die Fontgröße und solche Dinge oder halt eben das gesamte Objekt über die entsprechende Skala vergrößern oder verkleinern, zum Beispiel 0,5 und schon ist es nur noch halb so groß hier entsprechend. Dann kann ich noch auf Y80, auf X80 und Y200 zum Beispiel und schon wären wir hier mit unserer Tabelle präsent. Das geht nur, wie gesagt, bei einer Version 0.16, 61.85 oder größer. Also empfiehlt es sich umso mehr, einen aktuellen Development Snapshot sich zu installieren oder halt eben unter Ubuntu auf die Daily PPA-Version zu wechseln. FreeCAD selbst besitzt ja bereits mehrere Workbenches für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke, aber es gibt auch mehrere von Usern selbst geschriebene Workbenches, die zur Verfügung stehen für die Allgemeinheit. Und wenn ich auf der FreeCAD Homepage selbst auf Download klicke und hier unter dem Punkt 8 bei dem Punkt 8.2 Additional Modules mal draufklicke, dann kommt hier eine einigermaßen hoffentlich vollständige Liste mit den verschiedenen Workbenches, die bereits in irgendeiner Form, meistens auf GitHub, veröffentlicht wurden und zur Verfügung stehen. Ich zeige jetzt zur Sicherheit eine manuelle Installationsmethode unter Windows und unter Linux für diese ganzen Workbenches am Beispiel der Drawing Dimension Workbench, die wir uns dann gleich genauer anschauen werden. Es gibt aber auch noch eine automatische Installationsroutine, die ich ebenfalls zeigen werde und diese würde ich eher bevorzugen, denn sie ist wirklich um einiges einfacher und über diese entsprechende Installationsroutine kann ich auch problemlos entsprechende Updates beziehen und alles. Wenn ich also jetzt auf diese Drawing Dimension Workbench mal draufklicke, dann lande ich auf GitHub bei dem User Hamish 2014. Das ist sein Login. Er hat hier eine entsprechende FreeCAD der Drawing Dimensioning Workbench erstellt und die sieht so aus, dass er ein Unterverzeichnis GUI Resources hier hat und hier mehrere Dateien, die dann entsprechend reinkommen in das entsprechende Verzeichnis. Unter README.md stehen noch ein paar allgemeine Dinge und auch die entsprechenden Installationsanweisungen, wenn man eine manuelle Installation durchführen möchte. Ich kann ja, dafür brauche ich keine Registrierung, das Ganze als ZIP downloaden, entsprechend entpacken. Und wie gesagt, so wie hier die Verzeichnisstruktur aussieht, also diese Dateien entsprechend plus diesem Unterverzeichnis, das brauchen wir nachher am Zielort. Was unter Windows im Falle meines 0.16 Snapshots, den ich hier jetzt gerade einsetze, zum Beispiel Portable Apps, FreeCAD 0.16 61 89 x64, da geht es ein Unterverzeichnis Mod. Wenn man jetzt einen Stable Release installiert hätte, dann wäre das unter Windows mit größter Wahrscheinlichkeit unter C Programme, FreeCAD oder FreeCAD 0.15 oder irgendwie so etwas zu finden. Wie gesagt, im Mod-Verzeichnis sind dann in Unterverzeichnissen die entsprechend fest installierten Workbenches von FreeCAD aufgeführt und dort müsste ich dann einen neuen Ordner anlegen, der in diesem Fall dann Drawing Dimensioning heißen würde. Ich glaube, es macht nichts aus, wenn hier noch eine Leerstelle oder ein Unterstrich oder ein Bindestrich ist.
Und in diesem Ordner müssten dann die entsprechenden Dateien, so wie sie hier zu sehen sind, inklusive dieses Unterverzeichnis mit allem drum und dran, was drunter ist, entsprechend reingeschoben werden. Und dann habe ich unter FreeCAD nach einem Neustart, wenn alles klappt von FreeCAD, das entsprechende Icon hier zur Verfügung für die Drawing Dimensioning Workbench. Wie man jetzt hier sieht, habe ich zum Beispiel für diesen Development Snapshot unter anderem mit dieser automatischen Installationsroutine, die ich gleich vorstellen werde, noch eine Erweiterung installiert, um Zahnräder zu erstellen. Ich habe hier diese Animation Workbench, die ein freundlicher User selbst programmiert hat und der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, noch installiert. Und eine spezielle Workbench für Normelemente habe ich mir mal probeweise installiert und angeschaut. Zur manuellen Installation dieser Workbench unter Linux und Mac steht hier in dieser README.md-Datei noch einiges drin, nämlich hier der Part für Linux und hier auf Englisch der Part für Windows, so wie ich es gerade gezeigt habe. Und hier noch für Mac, wie man das Ganze installiert, auf manuelle Art. Ich möchte aber gerne trotzdem eine andere Art der Installation vorstellen, die ich für viel benutzerfreundlicher, insbesondere auf Windows, halte. Und zwar dazu bleiben wir auf GitHub. Wenn ich auf GitHub in der Hauptübersicht sage, ich suche mal nur nach FreeCAD, dann bekomme ich hier verschiedene Treffer angezeigt und wenn ich hier auf den ersten draufklicke, dann lande ich direkt beim Haupt-Source-Code von FreeCAD selbst, der hier auf GitHub gehostet wird. Wenn ich hier auf dieses erste FreeCAD nochmal draufklicke, dann wird hier angezeigt, welche Bibliotheken unter diesem FreeCAD-Projekt alle sonst noch angelegt sind. Und worum es mir geht, ist dieses FreeCAD-Add-ons-Projekt. Wenn ich da also draufklicke, dann lande ich hier auf diesem Projekt, das hier leere Unterverzeichnisse, die auf die entsprechenden GitHub-Projekte dieser anderen User verzweigen, enthält. Also da sind dann die verschiedenen Workbenches entsprechend hinterlegt, die kann ich dann einzeln nachinstallieren. Und worauf es ankommt, ist, dass dieses einzelne Makro oder halt eben diese Struktur an sich, das ist ja dann völlig wurscht, das kann ich ja per ZIP runterladen. Oder wie gesagt, nur dieses einzelne Makro, das muss ich mindestens übernehmen in mein entsprechendes Makroverzeichnis. Das ist ja unter FreeCAD, unter Bearbeiten, Einstellungen, im Reiter Allgemein gibt es ja noch diesen Unterreiter Makro. Im Makro-Zielpfad sehe ich dann, auf welches Verzeichnis hier FreeCAD verzweigt, wo die Makros drin sind. Und wenn ich dann dieses Makro entsprechend da reingeschoben habe, dieses addons-installer.fc-makro, so heißt diese Datei, und wenn ich über das allgemeine Icon-Menü diese Datei dann entweder per Doppelklick oder per Klick und auf den Ausführen-Button dann klicke Starte, dann kommt dieses Menü hier, das mir anzeigt, welche Workbenches sind verfügbar und welche sind bereits eventuell installiert. Und dann wähle ich die entsprechende Workbench aus und kann dann sagen, zum Beispiel hier Fasteners oder was auch immer, in unserem Fall dann halt eben diese Drawing Dimensioning Workbench. Wenn ich da draufklicke, dann holt sich kurz FreeCAD bzw. dieses Makro übers Internet. Da muss die entsprechende Internetverbindung freigegeben sein über die Firewall und die entsprechenden Proxy-Einstellungen notfalls. Einen kurzen Text, um was es da geht bei dieser Drawing Dimensioning Workbench jetzt in diesem Falle. Und er zeigt einen Link an, wo sich der Source Code befindet, den er haben möchte. Ich klicke auf Install Update. Er holt sich dann automatisch vom Internet kurz die entsprechenden Dateien herunter und melde dann successfully installed.
Bei der jungfräulichen Installation, wenn also vorher noch nichts da war, wird noch eine Meldung kommen, FreeCAD zu schließen und wieder neu zu starten, damit die entsprechenden Änderungen wirksam sind. Das dann in einer kleinen Datei quasi mitprotokolliert werden kann. Diese Workbench ist jetzt installiert. Und wenn ich jetzt hier auf den Pfeil nach unten klicke, sollte ich dann bei den Workbenches diese Drawing Dimensioning Workbench zur Verfügung haben. Wie man sieht, habe ich zum Beispiel jetzt in meinem Fall noch diese Gear Workbench extra installiert. Mit deren Hilfe kann man verschiedene Zahnräder sich selbst erstellen. Ich habe mir noch die Animation Workbench mal hier installiert und noch diese Fasteners Workbench, die für Standard- bzw. Normteile gedacht ist zur entsprechenden Verwaltung. Die habe ich mir auch mal installiert, aber noch nicht besonders intensiv angeschaut. Wir gehen also quasi wieder zu unserer Ausgangsbasis zurück. Wir haben wieder unsere Kopie des Lagerbox mit den vordefinierten Ansichten oben, vorne und links und der Isometrie und den eingefügten Mittellinien für die entsprechenden Ansichten bzw. die entsprechenden Bohrungen. Hier gilt es auch gleich eine Kleinigkeit zu beachten. Wenn die Ansichten in einer Gruppe sind, dann wird die Drawing Workbench, diese Drawing Dimensioning Workbench, nicht funktionieren. Das mag sie also gar nicht. Die entsprechenden Ansichten, die müssen so gesehen im Hauptverzeichnis des entsprechenden Zeichnungsblattes voll verfügbar sein. Die Drawing Dimensioning Workbench selbst, das ist diese Sammlung von Icons. Ich habe also quasi die Möglichkeit, eine lineare Bemaßung hinzuzufügen. Ich kann ein Kettenmaß hinzufügen oder halt eben Durchmesser oder reine Radien bemaßen oder Winkel bemaßen. Ich kann Mittelpunkte zu Kreisen oder halt eben zu entsprechenden Elementen zufügen. Ich kann einzelne Textsymbole, also im Prinzip eine Zahl oder einen Buchstaben in einem Kreis, zum Beispiel für Stücklistenzwecke hinzufügen. Ich kann einen manuellen Erfassungspunkt setzen. Wozu das dient, werden wir später uns noch etwas genauer anschauen. Ich kann einen entsprechenden Text auf das Blatt setzen. Ich kann eine beliebige gesetzte Bemaßung mit Toleranzen versehen. Ich kann einzelne Bemaßungen wieder löschen. Ich kann das Bemaßen abbrechen oder halt eben sagen, nochmal die entsprechenden Bemaßungen nochmal neu berechnen. Ich habe die Möglichkeit, ein Unfold-Makro zu starten oder ich kann zusätzliche Bemerkungen einfügen, was Kantungen anbelangt oder Falzungen oder solche Dinge. Ich kann die Ansicht zentrieren. Dieser DXF-Export, dieser extra DXF-Export, der hier erwähnt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dieser GitHub-Homepage quasi, der Workbench, der funktioniert momentan nur nach Installation von einer extra Bibliothek und auch nur unter Linux. Unter Windows funktioniert das so in der Form nicht. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, verschiedene Schweißsymbole anzufügen. Momentan ist es noch nicht möglich, Symbole für Kantenbruch oder Symbole für die technischen Oberflächen entsprechend einzufügen. Und es gehen auch momentan keine Form- und Lagetoleranzen. Wie gesagt, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, das ist ein einzelner User, der sich da eine Menge Arbeit gemacht hat, also dafür schon mal Hut ab, was da alles an Leistung drinsteckt. Und freundlicherweise hat er sich bereit erklärt, immer wieder noch diese Workbench zu betreuen. Er diskutiert noch im Forum mit und auf dieser GitHub-Page kann man noch entsprechende Bugs oder Erweiterungswünsche mal melden. Vielleicht lässt er sich ja noch dazu überreden, das ein oder andere, was innerhalb seiner Programmiermöglichkeiten liegt, noch zu integrieren.
Die Bemaßung an sich funktioniert hier jetzt wie folgt. Wenn ich hier zum Beispiel dieses Icon anklicke, eine lineare Bemaßung zu machen, dann werden hier so grüne Punkte eingeblendet. Mit diesen grünen Punkten kann ich arbeiten. Das sind entsprechende Eckpunkte oder Mittelpunkte von den entsprechenden Linien und solche entsprechenden Punkte. Gleichzeitig wird hier ein entsprechendes Menü eingeblendet, wo ich sagen kann, Repeat, also quasi, sobald ich die eine lineare Bemaßung abgeschlossen habe, kann ich mit der nächsten starten. Dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mir ein Raster im Prinzip einblenden lassen und die entsprechende Bemaßung an einem Raster ausrichten. Das könnte man hier machen. Man kann dann entsprechend die Einheiten überschreiben. Also entweder so wie in diesem Fall hier kann man sie vom System übernehmen, was im Modellbereich festgelegt wurde, oder ich kann manuell nochmal überschreiben durch Millimeter, Inch oder was auch immer mir in den Sinn kommt. Dann kann ich noch bei diesen Preferences verschiedene Werte setzen. Ich kann im Prinzip festlegen, wie die Pfeile aussehen soll, welche Größe sie haben sollen und lauter solche Dinge. Ich kann dann auch entsprechende Farben und so weiter festlegen und ich kann dann halt eben sagen, diese momentanen Einstellungen bitte als Standardwert übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt also eine entsprechende Bemaßung erstelle, dann klicke ich hier auf diesen grünen Kreis und klicke auf den zweiten grünen Kreis und habe dann hier meine Bemaßung, die ich entsprechend rausziehen kann. Ein weiterer Klick setzt die Bemaßung ab und weil wir ja Repeat hier angehakt haben, können wir jetzt mit der nächsten Bemaßung beginnen. Ich kann dann problemlos zum Beispiel hier mittig entsprechend bemaßen. Ja. Oder hier zum Beispiel auch von diesem Punkt zu diesem Punkt hier. Und das hier kann ich dann entsprechend bemaßen. Ein relatives Problem ist natürlich, diese Dimensions, die sind so ähnlich wie die Draft Dimensions auch. Wenn sich das Modell ändert, werden diese Dimensions hier, soweit ich das nachvollziehen konnte, bisher nicht aktualisiert. Also müsste man die dann manuell rauslöschen und neu setzen. Ich kann natürlich auch dann die Dimension selbst anklicken und habe hier nochmal im Datentab alles Mögliche, was ich entsprechend überschreiben kann, die Farbe und die Größe der Pfeile und diese ganzen Werte, die kann ich der Reihe nach nochmal entsprechend überschreiben. Dann kann ich natürlich auch hier entsprechend zum Beispiel einen Durchmesser bemaßen. Wenn ich auf das Symbol klicke, dann werden hier schon die entsprechenden grünen Elemente angezeigt, was diese Drawing Dimensioning Workbench automatisch erkannt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diesen grünen Kreis hier klicke, dann sieht man schon das Durchmessersymbol. Ich klicke einen ersten Punkt der Linie an, einen Knickpunkt quasi, ziehe dann die Linie nach links so etwas raus, klicke nochmal und schon steht hier der entsprechende Durchmesser. Ich kann entsprechend schließen und ähnlich funktioniert das dann natürlich mit Radien und Winkeln. Hier kann ich jetzt noch entsprechend manuell zum Beispiel hier mit den entsprechenden Symbolen eine Mittellinie ziehen mit entsprechenden Möglichkeiten, wobei ich persönlich gestehen muss, mir gefällt die Version, die ich jetzt bisher verwendet habe mit diesen Skizzen, wo ich auch selbst steuern kann, welchen Überstand sie haben, mit allem drum und dran etwas besser. Dann, wie gesagt, kann man hier die entsprechenden Symmetrielinien für Durchmesser und für gerade Elemente entsprechend damit kreieren.
Dann um zum Beispiel hier so ein Notation Indicator, also so ein entsprechendes Textsymbol zu kreieren. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich nur auf die grünen Punkte drauffahren. Also zum Beispiel auf diesen Punkt, dann hier irgendwie so weg. Ich könnte hier noch einen Knickpunkt machen, wenn ich möchte. Und dann hier zum Beispiel die 1 würde dann hier drin stehen. Und wenn ich dann hier draufklicke, kann ich dann über Node Text den entsprechenden Text verändern und zum Beispiel sagen, da soll ein großes A rein. Das wäre hier so möglich. Wenn mir keiner dieser grünen Punkte gefällt, kann ich natürlich auch manuell einsetzen. Ich klicke dann dieses Symbol an und setze hier jetzt mal mittendrin einen Punkt. Und wenn ich jetzt diesen Notation Indicator anklicke, dann sehe ich hier den Punkt mittendrin, den ich gerade gesetzt habe und kann dann hier diesen Punkt verwenden, um zu bemaßen oder sonst irgendwas zu machen. Dieser Punkt, das sieht man ja, kann sich maximal an einem entsprechenden Gitter orientieren. Ich habe keine Möglichkeit, diesen Punkt genau auf eine Kante in irgendeiner Form per Snap Mode oder sowas schnappen zu lassen. Also das ist nur eine optische Sache hier, wie ich einen Punkt setze. Dann kann ich, wie gesagt, noch reinen Text hier irgendwo absetzen. Ich habe, wie gesagt, auch hier die Möglichkeit, das Ganze an einem Raster auszurichten. Ich habe hier die Möglichkeit, gleich jetzt schon den Text zu überschreiben oder halt eben den Text irgendwo abzusetzen, das Ganze zu schließen und im Nachhinein den entsprechenden Text wieder anzuklicken und hier bei Text entsprechend zu überschreiben. Und wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke, dann wird automatisch ein Refresh in dem Fall durchgeführt. Und dann steht mein neuer Text hier. Ich kann auch genauso gut über dieses Icon jeder beliebigen Bemaßung eine Toleranz verpassen. Nämlich hier eine obere und hier eine untere Toleranz. Nämlich mit Plus und Minus kann ich hier entsprechend arbeiten. Ich kann auch entsprechend sagen, ich möchte gerne ein Komma verwenden. Und welche Größe soll das Textelement haben? Also wenn ich hier dann draufklicke, dann kann ich hier noch nach links bzw. rechts rausziehen, wo ich den Text haben möchte. Wenn ich irgendwo hinklicke, ist dann entsprechend Schluss. Und ich kann dann hier die Toleranz im Nachhinein auch ändern. Mit Lower Text und Upper Text kann ich dann entsprechend nochmal überschreiben, wenn ich gemerkt habe, ich habe mich vertan oder was auch immer. Ich kann jede Toleranz oder nur die Bemaßung oder halt eben, also hier nur die Bemaßung oder halt eben so oder halt eben die Toleranz oder was auch immer oder hier diese entsprechenden Hilfslinien, die ich hier gezeichnet habe, die kann ich manuell dann löschen über diese Funktion. Wie gesagt, ich kann generell abbrechen immer wieder, wenn ich die entsprechende Funktion gerade ausführe. Ich kann die einzelnen Maße nochmal neu berechnen lassen. Das ist inzwischen neu hinzugekommen, wenn ich es noch richtig weiß. Früher war da gar keine Möglichkeit, das neu zu berechnen, wenn sich die Maße stark geändert hatten. Also wenn sich das Modell entsprechend geändert hatte, gab es nur noch die Möglichkeit, das Maß rauszuschmeißen und wieder neu zu setzen. Hier hat man im Prinzip eine Möglichkeit geschaffen, das Maß nochmal neu berechnen zu lassen und damit anzugleichen und damit hat man eine gewisse Parametrisierung erreicht von dem Maß. Mit dem Unfold Faces, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nie gearbeitet. Ich habe auch noch nie mit diesen Symbolen hier gearbeitet. Und ja, dann gibt es ja nur noch zu sagen, dass hier ein entsprechendes, ein Welding-Symbol natürlich auch auf diese grünen Punkte entsprechend zugefügt werden kann. Ja, dass hier eine umlaufende Doppelkehlnaht, bedeutet das, glaube ich, entsprechend an dieser Kante sein soll. Und in einer früheren Version gab es hier noch ein zusätzliches Icon, mit der ich im Nachhinein
bei jeder beliebigen Bemaßung nochmal die Bemaßung, den Bemaßungstext ändern konnte. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel hier linear die Durchmesserbemaßung durchführe, dann bekomme ich natürlich auch hier eine lineare Bemaßung gezeigt. Und ich habe keine Möglichkeit, zumindest habe ich keine bisher auf die Schnelle gefunden, jetzt hier mit dieser neuesten Version von der Drawing Workbench, die ich mir vor kurzem gezogen habe, da jetzt noch irgendwas dazu zu schreiben, zum Beispiel Durchmesser 7 oder 7 klein h9 für eine entsprechende Passung oder so etwas. Das ging früher alles über ein extra Icon, das hier versteckt war. Ich habe schon mal dem Programmierer eine kleine Mail geschrieben, ob das irgendwie beabsichtigt war oder ob da irgendwas sonst in die Hecke ging. Mal schauen, was sich da noch alles ergibt. Ja, das waren schon die wesentlichen Möglichkeiten der Drawing Dimensioning Workbench. Und somit sind wir am Ende dieses Tutorials angelangt. Und ich hoffe, wie immer, ich konnte ein paar interessante Dinge zeigen. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer, gerne hier auf YouTube. Wenn es etwas komplizierter wird, bitte im FreeCAD-Forum entsprechend posten. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit FreeCAD und vielleicht sieht man sich in einem weiteren Videotutorial noch einmal. Tschüss!